Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir haben alle Drachen besiegt. So gehe ich von aus, dass das alle waren. Also 4 Drachen, 4 Elemente. Erde, Feuer, oh, schwere Axt. Ja genau, die 4 Elemente, Erde, Feuer, schwere Axt, genau. Ne, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Ne, Luft war nicht. Natur, eine Sumpf, Natur. Warte mal, dann fehlt. Ne, wie werden die Elemente aufgezählt? Erde, also Fels, Feuer, der Feuerdrache, Eis für Wasser, würde ich sagen. Sumpf für Natur. Müsste es dann nie. Okay, ich habe da jetzt gerade irgendwie. Hier laufe ich, doch, hier laufe ich richtig. Hier unten hin muss ich. Ich habe da irgendwie diese Drachen da auch noch im Kopf aus. Ich weiß nicht, wer von euch Dragon City kennt, diese Handy-App-Spiel. Ich war vor 5 Jahren oder so mal süchtig danach. Vielleicht auch länger her, kann auch sein. So. Aber da habe ich irgendwie noch mehr im Kopf. Wo sind jetzt die Drachen? Ich habe alle Drachen getötet. Ich habe alle Drachen getötet. Verzieh dich und erzähl deine Märchen jemand anderem. Gut. Dann such mal die Leichen. So, ich habe alle Drachen getötet. Ich habe alle Drachen getötet. Naja, und wenn schon. Hier im Tal gibt's noch genug für uns zu holen. Die hab ich auch alle getötet. Fionn? Ich habe alle Drachen getötet. Ich habe alle Drachen getötet. Klar. Und ich bin Paladin. Du hast vielleicht einen getötet, aber alle? Das kannst du einem anderen erzählen. Okay. Gut. Bulko? Hey. Kann ich ihm sagen? Nö. Silvio hätte ich vielleicht noch von Slab erzählen können, aber der hätte es mir auch nicht geglaubt. Hey. So dann. Die Drachen sind tot. Ha, wer soll sie denn getötet haben? Die Paladine? Ich. Das glaubst du doch selbst nicht. Hör auf, mich zu verarschen. Ich habe keinen Bock auf die Jungs hier. Ich mag die nicht. Und die geben Erfahrungspunkte. Na warte, du Mistkerl. Hat er noch was? Okay, der hat nichts. Ich mag die nicht, die Truppe. Na warte, du Mistkerl. Bulko, nein, nicht auf Bulko. Danke für das Gold. Na warte. Okay, Bulko mag ich jetzt. So. Gab's hier noch was? Nö, hier gab's nichts. Warte, da war ein Fisch. Leichter Fisch. Bulko stand auf meiner Seite. Da ist nichts zu holen. Sonst alles klar? Sonst alles klar? Geh mir nicht auf die Nerven. Okay, Bulko. Über 1000 Gold gehabt.
Hier suchen wir Gorn. Ne, wenn der... selber schuld. Wenn die so mit mir umgehen? Und das waren alles Konkurrenten, ja? Ich bin der einzig wahre Drachenjäger. Dragonhunters. So, dann nochmal mit Gorn reden. Warte mal. Ich glaube, wir gönnen uns nochmal so einen Geschwindigkeitstrank. Um bis zu Gorn zu kommen. Wo war Gorn nochmal? Ne, nicht beim Feuerdrachen. Der war beim Felsdrachen, wo wir zuletzt waren. Stimmt. Bei, wie hieß der andere Typ da nochmal mit der Crawler-Plattenrüstung? So, die beiden lasse ich am Leben, die mag ich. Beziehungsweise, ich mag Cypher, Rod eher weniger. So, und da lang müssen wir. Urshak werden wir aus dem Weg gehen, weil ich will ihn nicht töten. Urshak möchte ich nicht töten. Das würde mir das Herz brechen, wenn ich ihn töten müsste, wirklich. Er hatte uns ja damals mit dem Ulumulu geholfen. Also damals zu Gothic 1 Zeiten, als wir noch Gothic 1 Let's Played hatten. Wo ist eigentlich Tarok? Der hieß doch Tarok, oder? Der andere, der ebenfalls mit dem Ulumulu geholfen hatte. Ich hoffe, den sehen wir auch wieder. Also ich hoffe es wirklich. Also das wäre schön, wenn wir den wieder sehen würden. So, und hier müsste dann Gorn sein. Wo ist Gorn? Wo ist Gorn? Ja, okay, gut, dann haben wir hier ja alle durch. Passt zum Mintal. So, dann müsste hier Biff noch sein. Naja, Biff lassen wir am Leben. Der war nett. Der hat geholfen. Bei einem Drachen. Alle anderen durften wir quasi... Ne, bei zwei Drachen hat er, glaube ich, geholfen, oder? Hatten wir ihn mitgehabt bei dem einen da, den Sumpfdrachen? Kapitel 5, Aufbruch. Okay, Kapitel 5. Das heißt, alles müsste wieder da sein. An Gegnern. Das heißt, noch mehr Erfahrungspunkte. Das heißt, wir könnten noch mehr in Stärke investieren. Nein, Stärke brauchen wir nicht mehr, noch mehr. Glaube ich, hoffe ich. Ich guck noch mal hier, ob da neue Orks sind. Aber was heißt hier jetzt Aufbruch?
Okay, hier gibt's nichts Neues. Wir werden noch auf jeden Fall ins Minental nochmal zurückkehren und da auch nochmal aufräumen. Und ich würde dann noch einmal nach Jagenda gehen wollen und da auch nochmal aufräumen, weil das sind Erfahrungspunkte, was wir alles kriegen. So, das heißt... Das heißt dann hier entlang. Ja! Neue Viecher! Normale Warane, okay. So, gehen wir zuerst zu Lee? Oder zu Xardas? Oder zu wem? Zu wem gehen wir zuerst? Ich würde sagen zu Lee. Nachdem wir hier oben erstmal aufgeräumt haben. Hier dürften aber jetzt auch keine Drachensnapper sein. Wenn, dann glaube ich nur noch normale Viecher. So, ja, ne, das ist ein Drachensnapper. Was macht die Jagd? Was macht die Jagd? Es wird immer verrückter hier draußen. Mittlerweile sind Dutzende von diesen schnaubenden Tieren aus dem Pass gekommen. Das Jagen hier oben wird unter diesen Umständen immer schwieriger. Es kann nur noch besser werden. Das bezweifle ich. So. Ich sehe da zwei Drachensnapper. Könnten drei sein, aber... Ja. Den kriegen wir. Okay, mit dem Schwert gehen die echt leicht von der Hand. Das geht echt leicht von der Hand hier. Mittlerweile, also mit dem Schwert, mit der Drachenschneide, sind wir echt overpowered. Okay, nicht gegen alle Gegner. Aber gegen die meisten. Schafe lasse ich am Leben. War nicht hier irgendwo eine Treppe runter? Da war sie. Ja, wir gehen zu Lee. Und räumen vorher hier alles auf. Alles, was uns über dem Weg läuft, machen wir weg. Also zumindest alles, was nicht unser Verbündeter ist oder uns gegenüber neutral. Alles, was der Meinung ist, uns töten zu wollen, wenn wir zu nah sind, töten wir. Aber ich würde sagen, jetzt was diese Kapitel 5 angeht, ich würde als letztes zu Pyroka gehen wollen. Wahrscheinlich wird mir Xardas sagen, ich soll zu Pyroka gehen, wenn wir zu Xardas gehen. Da drin gibt's nichts.
So, jetzt bin ich neugierig. Sind, sind hier die meisten Söldner wieder zurück? Ist Rod wieder da? Cypher ist wieder da? Gorn wieder da? Will ich gern wissen. Ich werde mich da nicht ein. Das höre ich zum ersten Mal. So, Elena. Bennett. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Hör zu, ich glaube, ich hatte gerade eine geniale Idee. Erzwaffen mit Drachenblut überzogen. Ich weiß auch schon genau, wie ich es mache. Okay. Willst du es wissen? Großer Erzdrachentöter. Meinst du, mir geht es besser? Das war doch schon vorher klar. Das hat ja wirklich nicht verdient. Das ist wirklich nicht mein Problem. Er musste es ja besser. So, Ich kann das nicht glauben. Ich werde mich da nicht einmischen. Das ist doch eine. Warte mal, wie viele Dings habe ich hier jetzt? Ich habe hier 24 Drachenschuppen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So. Bennett, ich will hier dran. Wir haben ihn natürlich doch noch. Interessiert ihn nicht? Warte mal, ich habe jetzt. Egal, die Lernpunkte, die waren es jetzt wert. Großen Erzdrachentöter. Hört sich geil an. Sag nicht, dass er. Hey, du! Meinst du, mir geht es besser? Ist das wirklich. Bennett, weg davon, ja. Ich weiß langsam nicht mehr, was. Erzwaffen. Großer Erzdrachentöter. 5 Erz und 5 Drachenblut. Ich mach mal einen. Jetzt haben wir nur noch 4 von den Dingern. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, Drachenschneider macht nur 190, mit Mittelstärke 160. Der nur 180, großer Erster. 2 an Talent, Bonus 10. Ich weiß langsam Bonus? Nicht mehr, was ich glauben soll. Und jetzt hier sind. Ah, okay, der gibt nochmal 2 Handtalent-Bonus. Und sieht ein bisschen cooler aus. Was, wenn ich mit ihm nochmal rede und ihm die Drachenschuppen gebe? Ich habe ein paar Drachenschuppen für dich. Echte Drachenschuppen. Hier ist dein Gold. So, das dürfte jetzt ausreichend sein. Wenn du willst, kann ich dir eine neue, verbesserte Rüstung verkaufen. Noch eine? Mittlere? Nee. Nee, Bennett, ich will eine schwere haben. Warte, wie. Hab ich ihm jetzt alle 24 Drachenschuppen gegeben? Hat sich das jemals ändern? Anscheinend. Das will doch keiner wissen. Ist das wirklich wahr? Ja, super. Das ist eine schlimme Sache. Ah, Gorn ist wieder da. Wir haben ihn natürlich doch noch. Entspannst du dich? Entspannst du dich? Klar, warum nicht? Die Drachen sind doch tot, oder? Der Fall ist ein wenig komplizierter. Tja, wie immer. Sag Bescheid, wenn du meine Axt brauchst. Ich hab mir das schon gedacht. Okay. So, Lee? Es kommt nur auf die Kraft an. Komm nicht so. Lass uns mit dem Trinken. Meine Meinung will ja keiner. Ihm kann ich nicht Bescheid sagen. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Ja gut, Von mir hatte das nicht. Ich glaube nicht. Dann gehen wir noch mal ein bisschen durch den Wald. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das höre ich zum ersten Mal. Da müssten definitiv noch ein paar neue Gegner sein. Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe noch? Ja, 13.000. Wenn wir ein paar Schafe töten, kriegen wir das sicher. Jetzt lohnen sich Schafe nicht mehr. Aber bestimmt gibt es hier noch irgendwo Kreaturen zum Töten.
Waren wir da unten schon? Hatten wir da unten schon alles erledigt? Schwert. Fackel. Alter Brief. Verdammt. Wann hat ihr das letzte Mal gespeichert gehabt? Nein. Verdammt. Okay, wir gehen trotzdem noch mal kurz zu Lee runter. Und speichern noch mal, bevor wir in die Krypta gehen. So. Hier unten gab es jetzt nichts. Wir können auch direkt einfach uns zu Dings Onas Hof porten. Großbauern. Für die paar Meter ist mir egal jetzt. So. Aber dann pennen wir hier einmal ganz kurz. Und ich investiere dann lieber die Lernpunkte jetzt nicht in Dingens. Das hat er wirklich nicht verdient. So. Wo ist Lee? Ah ja, ja, stimmt, der muss jetzt gleich von irgendwo kommen. Das ist kein Geheimnis. So. Dann gebe ich ihm lieber noch nicht die Drachenschuppen. Vielleicht gebe ich die lieber Jan. Und der kann mir dann vielleicht noch eine bessere Rüstung geben. Genau, da unten wollten wir jetzt nicht rein. Wir wollten in das andere Ding hier. Hier hinten. Da wollten wir rein. Ach, da hinten. Hier ist der Eingang. So, nochmal speichern. Und jetzt gehen wir da runter. So, Schwert, Fackel, alter Brief. Den alten Brief will ich jetzt vorher nochmal lesen. Eine Nachricht, alter Brief. Ich habe versagt. Meine Bemühungen, Inubis auf dem Pfad der Rechtschaffenen zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich, ich sei tot. Doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Inubis ist wieder auferstanden von den Toten. Verbannt vom alten Orden der Paladine, sinnt er nur noch nach Rache für seinen Fluch. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inubis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypta habe ich sein Grab gefunden. Doch ob ich jemals einem Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Darum schreibe ich diese Zeilen in der Hoffnung, dass sie gefunden werden. Seid gewarnt, ein mächtiger Feind streckt seine Klauen nach den Seelen der Rechtschaffenen. Inubis wird nicht der Letzte sein. Möge Innus eure Seelen beschützen, Ivan. Ich will es nochmal riskieren. So. Achso, beim Öffnen passiert nichts.
Beim Öffnen. Da. So, weg mit dem. Alter. So, alle weg. Da ist nichts zu plündern. So, nochmal rostiges Schwert. Nichts zu holen. Okay, Heiltränke. Wir benutzen Heiltränke lieber. Ich benutze mal die Dinger. Und einmal den. Warte. Achso, das ist nur noch die magische Armbrust. Die höher ist. So, speichern. Und das gleiche nochmal mit dem nächsten. Und zwar hier. So, wo kommen sie? Wo bleiben sie? Nein, nicht den da, den. Ja, wir gehen drauf. Ja, wir laden. Das ist klar, dass wir da jetzt drauf gehen werden. Die Richtung. So. Und der Typ. Haben wir auch geschafft. Da ist nichts zu holen. Okay, das können wir auch nochmal speichern. Dann haben wir den auch geschafft und wir haben nicht viel Leben verloren dieses Mal. Dann ist das jetzt der letzte. So, selbe Strategie wie gerade. Nein! Wir laden nochmal. Ist klar, dass wir dieses Mal nochmal drauf gehen. Schatten Herr Inubis, das war jetzt und schnell wieder raus. Nein, falsche Waffe. So. Thank you.
Okay, das haben wir überlebt. Speichern ganz schnell. Dann gönne ich mir den. Ja. So, rostiges Schwert. Nein. Da war ja noch so einer. Noch einer. Wie viele sind jetzt von denen gekommen? Ich hoffe, der schafft es jetzt nicht, seinen Zauber zu wirken. Speichern. So. Noch ein rostiger Zweihänder. Zweihänder. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. War hier nicht gerade. Da ist nichts zu holen. Noch, Chuck Not Inubis. Jetzt speichern. Den einen da machen wir noch fertig. Ah, okay. Haben wir geschafft. Ich hatte gedacht, das wird mit denen jetzt hier doch noch mal ein bisschen schwieriger. So, dann können wir die Dinger jetzt alle looten, ne? Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. Und der Loot gehört uns. Oh, da war noch rostiger Zweihänder. Nichts zu holen. So viele Knochen. So, alles unseres. So, speichern. Nice. Haben wir geschafft. Dann können wir hier gehen. Und wir haben das dann jetzt auch endlich mal erledigt. Ich dachte, wir hätten das schon mal gemacht. Deswegen wollte ich nochmal gucken, ob wir das schon hatten. Hier ist der Ausgang. So, und wir können hier ganz normal jetzt getrost weitergehen. Frag mich, ob im Wald noch irgendwas rumspazieren ist. Da war was. Heilpflanze. Also ich kriege jetzt gerade von gar nichts mit, ob hier noch was rumlaufen ist. Achso, das ist nur das Feuer von Höhleneingang. Okay, von Sagitta will ich jetzt erstmal nichts. Brauche ich glaube ich auch nichts. Kann es sein, dass der Wald leer ist, einfach leer geblieben?
Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg nach Korinnes, oder? Aber ich bleibe auf dem Fußweg. So, also noch hier gibt es wieder neue Pilze. Okay, es hat sich nicht überall neu gespawnt, irgendwelche Viecher oder sonst was. So, uns fehlt aber immer noch mehr als genug. 7000, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Bis zur nächsten Stufe. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann... Ah, warte, wir können eben noch schnell zu Buster, bevor wir die Folge beenden. Der wollte ja Dingens haben hier, ne? Die Felle. Ja, das hat er wirklich behauptet. Buster? Was hältst du von der Sache mit den Drachen? Was hältst du von der Sache mit den Drachenjägern? Die Jungs können eine Menge Gold absahnen, wenn sie nicht dabei draufgehen. Ich selber halte mich lieber an Lee. Ja, wegen den Hörnern? Mein Stadthändler hat sich verabschiedet. Was heißt das? Er ist tot. Du kannst die Hörner behalten. Ich kann damit jetzt auch nichts mehr anfangen. Oh. War das hier? Snapperjagd. Das will ich jetzt wissen. Warte. Nee, das ist nicht als fehlgeschlagen. Okay. Also wahrscheinlich unter erfüllte Quest. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.